So, folgendes. Warum sieht Cookie jetzt so aus, wie er aussieht? Upsi. Wieso sieht Cookie jetzt so aus, wie er aussieht? Nun ja, das ist wieder alles meine Schuld. Das muss ich mir eingestehen, das war alles meine Schuld. Beklagen kann man sich eigentlich oft. Nur die Frage ist halt, wen juckt? Dann dachte ich mir halt eben nach ein paar Tagen, hey, okay, tue ich mal einen Abarth-Streifen draufkleben. Nass natürlich. Allerdings war dieser schon faltig in der Verpackung und ich habe ihn nicht glatt bekommen. Deswegen dachte ich mir so, ah, okay, gut, mache ich ihn wieder ab. Es war noch nass und es war auch nicht so lange drauf. Deswegen dachte ich mir, okay, der wird noch nicht kleben. Das wird kein Problem sein. Aber doch, was ist passiert? Ich habe einen ganzen Fetzen Lack mitgerissen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Deswegen dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt wieder so passieren soll, wenn ich jetzt wieder das Ganze von Anfang an machen soll, dann schleife ich den Wagen jetzt lieber ab und gebe ihn zum Kollegen zum Lackieren. Diesmal wird Cookie ordentlich. Und ja, das tue ich den Nachbarn jetzt nicht nochmal an, dass ich den Wagen jetzt nochmal hier in der Garage mit Dosen lackieren werde. Ich dachte, ich habe beim ersten Mal draus gelernt, wie man es richtig macht, aber nein, scheinbar nicht. Naja, das geht auf meine Kappe. Fehler sind da, um sie zu begehen. Und man lernt daraus, sagen wir es mal so. Ja, dann würde ich sagen, schleife ich mal weiter. Ich wollte euch jetzt mal auf dem Laufenden halten, damit ihr euch nicht wundert, warum es jetzt plötzlich so lange dauert. Ich habe euch schließlich das Video versprochen, in dem ihr endlich fertig dasteht. Ja, jetzt Mitte des Monats wird er lackiert und danach wird er Bombe aussehen. Vertraut mir. Na dann, schleife ich mal weiter. Ciao. Meine Welt ist Feuer und Blut. Bah! Drecksviecher! Hi! Ich fahr da mal.